Sehr geehrte Frau Präsidentin, am heutigen Tage beschließen wir eine faire und bedarfsgerechte Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen. Der neue Finanzausgleich wird die Finanzausstattung unserer Kommunen strukturell verbessern, aber die aktuellen Herausforderungen durch die Pandemie nicht lösen können. Deshalb unterstützt das Land seine Kommunen im Rahmen des Stabilitätspakts mit finanziellen Hilfen in einem Gesamtumfang von 425 Millionen Euro. Wir werden damit unserer Verantwortung gerecht und halten die Kommunen auch in dieser Krise handlungsfähig. Zum Finanzausgleich. Die vom Landesverfassungsgericht kritisierten Bestandteile des bisherigen Gesetzes wurden vollständig überarbeitet. Erstmals wird bei der Verteilung der Finanzmittel auf den tatsächlichen Bedarf abgestellt. Die Gleichrangigkeit der Aufgaben von Land und Kommunen wird durch die Beachtung des Symmetriegebotes sichergestellt. Jährliche Mittelaufstockungen ab 2021 führen zu einer vollständigen Symmetrie. Der neue Finanzausgleich enthält insbesondere einen Kinderbonus, der die besonderen Infrastrukturbedarfe der minderjährigen Bevölkerung berücksichtigt, sowie einen Flächenbonus, der die höheren Pro-Kopf-Ausgaben in dünn besiedelten Gebieten würdigt. Durch den Erhalt der drei Teilschlüsselmassen für die Zentralörtlichkeit nämlich auch, tragen wir den besonderen Aufgaben Rechnung, die viele Gemeinden für das Umland erfüllen. Weiterhin waren uns folgende Punkte im neuen Gesetz besonders wichtig. Erstens. Nach einer zweijährigen Übergangsphase werden ab 2023 die tatsächlichen Investitionskosten pro Schüler in die Berechnung der Schulkostenbeiträge einbezogen. Damit beenden wir genau die finanziellen Nachteile für Städte und Gemeinden, die in Schulen investieren und Schulplätze für Kinder anderer Kommunen bereitstellen. Und das ist gut so. Ich danke insbesondere Ines Strelau vom Bündnis 90 Die Grünen, die da eng mit mir dafür gekämpft hat. Zweitens, die vom Landesverfassungsgericht geforderte Einbeziehung der kreisfreien Städte in die Berechnung der Nivellierungshebesätze führt zu deren flächendeckenden Anstieg. Das wurde heute schon gesagt. Und um diesen Anstieg zu dämpfen, war es uns Freien Demokraten wichtig, dass zukünftig nur noch 90% statt 92% der gewogenen Durchschnittshebesätze zugrunde gelegt werden. Diese Dämpfung, das war unser Wille, sollte den Druck vieler Gemeinden, ihre Grund- und Gewerbesteuer erhöhen zu müssen, verringern. Bei den Grundsteuern erreichen wir dieses Ziel. Bei der Gewerbesteuer haben wir jedoch zusätzlich das Problem, dass die durch die Ausfinanzierung der deutschen Einheit gesunkene Gewerbesteuerumlage im Jahr 2022 zu einem sprunghaften Anstieg des Nivellierungssatzes bei der Gewerbesteuer führen wird. Wir Freie Demokraten, das sage ich hier ganz deutlich, befürchten, dass in vielen Städten und Gemeinden der Druck steigen wird, die Gewerbesteuer aus diesem Grund zu erhöhen. Eine höhere Gewerbesteuer behindert Gewerbeansiedlung und führt somit schlimmstenfalls sogar zur Abwanderung von Unternehmen. Wir vermuten, dass vielen Kämmerern zudem noch gar nicht bewusst ist, wie stark die Kreisumlage aufgrund der bestehenden Nivellierungssystematik steigen wird. Frau Abgeordnete, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Dr. Däubler? Ja. Frau Kollegin Krämer, ist Ihnen klar, dass das Landesverfassungsgericht die Einbeziehung nur deshalb angeordnet hat, weil Ihre Vorgängerfraktion genau gegen diesen Punkt geklagt haben? Gegen meine Warnung, dass genau dieser Effekt, den Sie jetzt gerade beschrieben haben, eintritt? Und wäre es nicht besser gewesen, dann vielleicht auch mal auf Hinweise von anderen zu hören? Herr Dr. Deutner, Sie haben das eben schon versucht. Wenn ich mich recht entsinne, ich habe Ihnen auch gelauscht, haben Sie sich darauf bezogen, dass die kreisfreien Städte jetzt mit in die Nivellierungssätze einbezogen werden. Hätten Sie mir eben zugehört, wüssten Sie, dass ich gerade davon rede, dass durch die Ausfinanzierung der deutschen Einheit, und es ist erschreckend, wie wenig Leute sich anscheinend in diesem Plenum damit auseinandergesetzt haben, die Nivellierungssätze sprunghaft steigen werden, nämlich, ich sage Ihnen das ganz deutlich, um voraussichtlich 35 Basispunkte im Jahr 2022. Und dass der Nivellierungssatz da stark steigen wird, liegt nicht an uns Freien Demokraten. Wir hätten hier nämlich sehr gerne eine neue Nivellierungssystematik geändert. Aber leider konnten wir uns bei unseren Koalitionspartnern, das ist manchmal so, nicht durchsetzen. Frau Abgeordnete, gestatten Sie eine weitere Zwischenbemerkung des Abgeordneten Dr. Däubner? Ja, klar. Ich stelle also fest, Ihnen ist offenbar nicht bewusst, obwohl das in einem Gutachten steht, dass die Ursache für den jetzigen Sprung, den die Nivellierungssätze machen, einzig und allein die Vorlage der Klage, die Klagevorlage gewesen ist, wo Sie beklagt haben, und das können Sie alles nachlesen, wo Sie beklagt haben, dass die Nivellierungssätze, dass die Hebesätze der kreisfreien Städte nicht eingerechnet werden.
das Gericht darauf entschieden hat, dass sie eingerichtet werden müssen. Und da diese einen erheblich höheren Satz haben, dadurch einen Sprung drin haben. Das hat mit dem anderen Effekt, mit dem Sie sich gerade versucht haben, rauszureden, gar nichts zu tun. Das ist die Folge Ihrer Klage gewesen, was übrigens in Ihrem Gutachten drinsteht. Das sind die Tabellen H11 und ja, H12. Herr Deubner, ganz ehrlich, ich weiß, Sie freuen sich hier schon den ganzen Tag darauf, uns hier das Gutachten vorzuführen. Ich weiß, wahrscheinlich seit Wochen. Aber ich möchte Ihnen hier mal ganz ehrlich sagen, das war bei den kommunalen Spitzenverbänden gar kein Thema. Die haben einfach erkannt, die müssen mit rein, das wurde akzeptiert. Wir haben uns jetzt in der Koalition dafür stark gemacht, dass wir das dämpfen, den Effekt von 92 auf 90. Ich gehöre zur Partei der Rechtsstaatlichkeit und ich akzeptiere solche Dinge, wenn das festgestellt wird, dass das dazugehört, dann müssen wir die Kröte schlucken. Mir ist es wichtig, dass wir die... Mir wäre schön, wenn Sie mich ausreden ließen, dann können Sie auch gerne auch eine Frage stellen. Mir wäre es wichtig gewesen, dass wir diese Dinge ändern und den Steuererhöhungsdruck der Gemeinden nehmen, die wir ändern können. Herr Dr. Deubner, wir dämpfen diesen Effekt. Und dass das mit einbezogen wird, wurde von niemandem kritisiert. Also Sie können da jetzt noch 10-mal drauf rumreiten, das macht es nicht besser. Ich rede von diesem wesentlichen Faktor. Die Ausfinanzierung der Deutschen Einheit, die Nivellierungssätze 2022 sprunghaft um 35 Basispunkte Land auf Land steigen wird bei der Gewerbesteuer. Und das ist wirklich schlimm. Und da bin ich sehr traurig, dass wir da keine Einigung finden wollen. Das sage ich Ihnen auch ganz ehrlich. Bei den Grünen kann ich es ein Stück weit verstehen. Lasse, du hast es mir immer auch deutlich gesagt, ihr seht Steuererhöhungen nicht per se als nachteilig an oder als ungerecht. Ist so. Bei euch ist es Ideologie, das ist in Ordnung. Bei meinen Freunden von der CDU bin ich ein bisschen enttäuscht. Da sehe ich da vielleicht eher, dass da der Druck eines einzelnen Landrates vielleicht zu groß war, dass man da nicht den Weg mit uns gehen konnte. Aber es ist, wie es ist. Wir werden das Thema im Auge behalten. Wir wissen um die Problematik bei den Kommunen und wir werden weiterhin dafür kämpfen, dass die Nivellierungssätze nicht so weit steigen werden und wir keinen Steuererhöhungsdruck in unseren Kommunen bekommen. Dafür stehen wir Freie Demokraten. Drittens, uns Freie Demokraten lag die Unterstützung von Gemeinden am Herzen, die Leerschwimmbecken zu unterhalten und damit ein wichtiges Leistungsangebot zum Wohle aller bereitstellen, zu unterstützen. Und da bin ich wirklich heute stolz drauf, dass wir Freien Demokraten diesen Vorwegabzug in Höhe von 7,5 Millionen Euro durch frische Gelder in den Finanzausgleich einbringen konnten. Und damit wird nun erstmalig der Betrieb kommunaler Hallen und Freibäder dauerhaft seitens des Landes unterstützt. Und Eka, ich weiß, dass du da sofort an meiner Seite warst. Ganz herzlichen Dank dafür. Und wir wollen Sportland Nummer 1 sein und wir hoffen uns damit wirklich einen Impuls für den Erhalt von Schwimmstätten in der Fläche und wollen dazu beibringen, dass in unserem Land zwischen den Meeren wirklich jeder, ob Kind oder Greis, die Chance hat, das Schwimmen zu erlernen. Und ich finde das einfach wichtig und gerade wir in unserem Land sollten damit mit gutem Beispiel da jetzt voran. Viertens. Durch den neuen Vorwegabzug zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastruktur und Straßenbau werden die Kommunen aus Sicht der Freien Demokraten mit der Erhöhung der unbefristeten Investitionsmittel von 30 auf 68 Millionen Euro, das ist mehr als eine Verdopplung, jetzt flächendeckend in die Lage versetzt, auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen zu verzichten. Wir freuen uns, dass das Land den Betrag gegenüber dem ersten Gesetzentwurf nochmal zum 9 Millionen Euro aufgestockt hat. Und als Freie Demokraten hatten wir uns zudem dafür eingesetzt, dass im Gegensatz zum ersten Gesetzentwurf der dahin vorgesehene Verteilungsmodus wieder geändert wird und zu dem bisherigen zurückgekehrt wird, der dafür sorgt, dass ein höherer Anteil dieser Mittel auf Gemeinde- und Städteebene verbleibt. Und da bedanke ich mich bei den Koalitionspartnern, dass sie unserem Wunsch gefolgt sind, zu diesem Verteilungsschlüssel zurückzukehren, sodass mehr Gelder da landen, wo sie hingehören, nämlich bei den Städten und Gemeinden und nicht auf der Kreisebene. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen Beteiligten und insbesondere bei Herrn Nowotny aus dem Innenministerium bedanken, den wir sehr gequält haben. Wir haben hart zusammen gerungen um diesen kommunalen Finanzausgleich und er hat manche Nachtschichten für uns einlegen müssen, bis das Ganze rund wurde. Aber genauso danke ich meinen Koalitionskollegen Ole Plambeck, Lasse Petersdotter, Ines Strelau und meinem Parteifreund Stefan Horvati. Es war eine ausgesprochen nette, konstruktive Teamarbeit, die auf Fachpolitikerebene auch bereits sehr früh zu einer Einigung geführt hat. Herzlichen Dank dafür. Applaus